Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Kursk, ein sehr cooles U-Boot-Drama, das jetzt ins Kino kommt. Was es genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Es geht um die Kursk. Irgendwas ist passiert. Das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte, denn die Kursk, dieses U-Boot, gab es wirklich. Und ja, wir sind im Jahr 2000. Es ist ein großes Manöver geplant der Nordseeflotte in der Barentssee. Und ja, die Russen sind ja groß aufgestellt mit vielen Schiffen und auch einigen U-Booten. Als es dann aber einen ja verheerenden Zwischenfall in dem Atom-U-Boot Kursk gab, ja, sinkt es auf den Meeresboden. Und jetzt geht es darum, erstens, wie überleben die Leute, die da noch am Leben sind? Auf der anderen Seite, ja, wie kriegen die Russen das Boot da wieder hoch? Und wir haben im Grunde hier drei Perspektiven, die erzählt werden. Einmal die der, ja, nicht Vereinten Nationen, sondern es ist eher so Engländer, die sozusagen davon Wind bekommen, die auch bei diesem Manöver irgendwie dabei sind. Dann auf der anderen Seite die Russen, die versuchen erstmal herauszufinden, haben da Leute überlebt und wie können wir das überhaupt mit unseren, in Anführungszeichen, begrenzten Mitteln schaffen. Und dann die Leute, die unten am Meeresgrund überlebt haben, die müssen irgendwie ja sich sozusagen am Leben halten. Und das ist in einem defekten U-Boot schon etwas schwierig, würde ich mal sagen. Sehr cool, sehr spannend, auch sehr toll optisch umgesetzt. Also storytechnisch reißt es jetzt keine Bäume aus, es ist aber sehr cool erzählt, vor allem wenn man bedenkt, es ist sehr kleinteilig und detailliert erzählt, was ich schön finde, weil im Verhältnis muss man sagen, die Russen haben für, glaube ich, 20 oder 30 Jahre diese Dokumente von diesem Unfall ja, beschlagnahmt oder unter Verschluss gehalten. Deswegen ist das etwas schwierig und wie die das hier erzählen, ist sehr unterhaltsam, sehr cool geworden. Storytechnisch ist es jetzt von Dialogen und so her jetzt nicht mega, aber es ist durchweg spannend, 3 von 5 Punkten. Schauspielerisch haben wir hier einige bekannte Darsteller. Natürlich jetzt muss man sagen, auf der englischen Seite wohl der bekannteste ist Colin Firth. Insgesamt vom Cast her relativ viele Bekannte, jetzt weniger als Hauptrollen, aber die machen alle einen sehr guten Job. Matthias Schweighöfer ist auch mit dabei, wo man auch sich erstmal denkt, so, oh, passt das? Aber er macht das eigentlich ganz gut und mal keine Blödelrolle. Dementsprechend insgesamt, Cast ist in Ordnung, authentisch, passt, auch wenn es keine Russen sind im Grunde, die meisten. Die kriegen das sehr gut rüber und das passt alles, dementsprechend hier 3 von 5 Punkten. Technisch muss ich sagen, sieht der Film sehr cool aus. Die U-Boot-Szenen sind sehr, sehr cool gemacht. Klar, sie kommen manchmal nicht auf so ein Niveau von das Boot ran, aber trotzdem sehr authentisch. Vor allem auch, wenn man sich die Animation anguckt, das sieht sehr, sehr cool aus. Da kann ich nur sagen, 4 von 5 Punkten, hat mir sehr gut gefallen. Ist eine gute, große Produktion vor allem. Und ja, da will ich gerne mehr sehen. Dementsprechend insgesamt komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich hatte schon leichte Erwartungen, aber die hatte ich damals bei Hunter Killer auch. Und jetzt muss ich sagen, das ist das geworden, was ich bei Hunter Killer erwartet habe an Unterhaltung. Also der Film unterhält wirklich sehr, sehr gut über die komplette Laufzeit. Es ist spannend. Man wird auch überrascht, wie was sozusagen passiert. Man sollte sich natürlich nicht vorher den Wikipedia-Beitrag durchlesen, weil der verrät die ganze Geschichte. Weil es beruht ja wirklich auf einer wahren Begebenheit. Und so muss man sagen, ist es wirklich spannend, unterhaltsam und definitiv kurzweilig. Und den Film kann man sich definitiv im Kino angucken. Ist eine klare Empfehlung meiner Seite. 4 von 5 Punkten, insgesamt 14 von 20 Punkten. Das ist ein U-Boot-Drama, das hat keine großen Schwächen, das ist wirklich stark und gut geworden. Mega, natürlich storytechnisch nicht ultra viel Tiefgang, aber es werden viele verschiedene kleine Parteien gezeigt, wo man auch die Übersicht leicht behält, wo es ein bisschen durcheinander kommt, ist, wenn man die Crew, die unten am überlebt hat, am Meeresgrund, da verwechselt man schnell mal ein paar Leute, aber sonst ist das wirklich gut, unterhaltsam. Cooler Film geworden. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!